Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Holden Hearts Event Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir stehen hier noch in Brüssel und wir schauen mal, wohin die Reise heute geht. Und es sieht aus, als ob es mit Valentinstagsgeschenken nach Travemünde geht zur Marina. 707 Kilometer, 10 Stunden Fahrzeit. Nehmen wir den Auftrag doch mal an und fahren los. Dank unserer Fahrer sind wir jetzt mittlerweile auch wieder über 100.000. Aber über 100.000. Ich glaube, ich muss den auf der Fahrt auf alle Fälle tanken. Na, ah, okay. Geradeaus quasi. Also müssen wir rechts rum. Biege nach rechts ab. Links halten. Links abbiegen. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Wir sind heile angekommen. Und da steht das gute Stück auch. Schon. Oh. Ich wollte nicht in den neutralen Gang schalten. Ich weiß nicht, warum ich geschaltet habe. Ganz normal. Fahrt vorsichtig. Sehr gut. Dann auf 707 Kilometer nach Travemünde über die A1, okay, eigentlich den selben Weg wieder zurück über die A1, A16, A10, A1 und dann im Grunde genommen selben Weg zurück und da bleiben wir dann bei Hamburg auf der A1 und wechseln nicht auf die A7. Wie gesagt, tanken muss ich glaube ich nochmal unterwegs. Biege nach rechts ab. Oder? Moment. Wir kommen eigentlich 7 Kilometer schaffen wir eigentlich, wenn wir 901 Kilometer fahren können. Bei Tankfüllung. Dann muss ich vielleicht doch nicht tanken. Auch nicht verkehrt. Tanken wir dann vielleicht einfach in Travemünde. Und dann rechts ab. Wenn wir nicht schon vortanken müssen, können wir das ja auch dann dort vor Ort machen. Biege nach rechts ab. Auch beschleunigen. Wir wieder einfach mal auf 85 und spielen dann wieder so ein bisschen mehr Cruise Control, den Tempomat besser gesagt. Wenn es bergab geht. Da haben wir schon jetzt langsam gleich Geschwindigkeit aufgebaut. Wie gesagt, trackmäßig soll das eigentlich passen. Ja, 200 Kilometer plus. Noch gut. Auch mit Trailer hinten dran. Navi gar nicht merke, dass ich so schnell bin. Das ist ja auch mal. Oh, wir dürfen sogar schneller fahren. Nevermind.
Deswegen meckert es nicht. Dann fahren wir doch mal die 90 aus. Solange wir es noch können. Halten uns links. Immer geradeaus. Hat jetzt schon fast ein bisschen was Nostalgisches, hier durch die alten Gebiete zu fahren. Bisschen viel Geschwindigkeit drauf gehabt in der Kurve. Schön mit dem Sonnenaufgang. Sehr schön. Und dann fahren wir jetzt nach in die Niederlande rein, wo wir jetzt wieder nur 80 fahren dürfen. Deswegen lassen wir uns mal abbremsen oder ausrollen oder whatever. Oder? Wir dürfen noch 80 oder nicht? Wir dürfen immer noch 90. Interessant. Mal 90. Weil ich eigentlich eh gleich wieder abbremsen muss, weil war vom mittleren Spur. So, da kommt jetzt keine Abfahrt, dann kann ich auch direkt die Spur wechseln. Ich fahre einfach so lange 90, bis das Navi schreit. Oder wie langsam noch werden müssen. Mindest für die Brücke 80. Immer wieder schön bei Sonnenaufgängen und so, vor allem bei der Skybox. Was bremst ihr jetzt hier wieder so? Wahrscheinlich, weil wir jetzt bei Rotterdam sind, deswegen runter auf 50. Mal lassen wir mal ein bisschen Abstand aufbauen. Und dann geht es weiter Richtung Amsterdam. Weil sie eigentlich wieder mit den 50 und 45 spielen müssen. Na, okay, 50 ist glaube ich doch drin. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Weiter geht's Amsterdam, 75 Kilometer. Und Checkerse wäre auch, kennen wir jetzt hier aus dem Dach. Auf der Hinfahrt hat er im letzten Video gefahren. Vor 2 Tagen.
Travemünde sind, dann schauen wir nochmal kurz nach, welche Fahrt wir als nächstes in 2 Tagen fahren. Einfach weil ich, nachdem ich gleich ATR das nochmal aufgenommen habe, ETL 2 noch weiter aufnehme. Die Zeit ist heute drin. Und muss leider, muss auch getan werden. Denn das Event dauert nicht mehr allzu lange. Viel Zeit ist nicht mehr. Von daher muss jede freie Minute, die jetzt Zeit ist, dafür verwendet werden. Ich meine, ein Video Luft habe ich ja noch, aber das will ich auch nicht wirklich man will es ja nicht ausreizen. Schön hier wieder mit dem Flughafen. Und landen Flugzeugen, während die Sonne noch weiter am Aufgehen ist. Also da ist wieder die 85 auch drin. Schleudigen wir, fahren weiter Richtung Amsterdam auf der A4. Und da sind wir auch schon wieder bei Amsterdam. Kann ich eigentlich schon wieder Geschwindigkeit schon mal anfangen rauszunehmen. Schließlich geht es ja jetzt gleich wieder runter auf 50. Oh, noch nicht, aber gleich. Jetzt sind wir schon mal bei den 50. Eher 48 oder so um den Dreh. Weil er noch genügend Abstand, es sei denn, der Kollege links, einer von den Leuten, vergesst nochmal rüber. Oh, noch mehr Platz, super. Aber auch wieder schön, so diese moderne Architektur hier von Amsterdam. Ich würde sagen, so viel in Deutschland rumgefahren wie in letzter Zeit, so was eigentlich seit dem Ende des Christmas Winterland Event bin ich echt schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber ist doch auch schön, jetzt wo schon Teile reworked wurden, dass man da jetzt wieder schön was zu entdecken hat. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das Ganze auch in Niederlande und in Belgien passieren wird. Dass es wieder nochmal überarbeitet wird. Links halten,
auf nach Deutschland wieder. Wir sind doch schon fast bei Osnabrück, glaube ich, oder war das 143? Kann auch 143 gewesen sein. Das sah aber gerade kurz aus wie 43 oder so. 1 Kilometer. Gleich überholen. Wir feiern noch ein Stückchen. Aber wir müssen uns, ne, wir müssen es glaube ich, ja, wir müssen uns wahrscheinlich auch wieder sowieso links halten. In der Nähe von Osnabrück. Noch sind wir nicht in Deutschland, wir haben noch 400 Kilometer vor uns. 6 Stunden Fahrzeit. Passt alles in einem Rutsch. So wie es sein soll. Und da setzen wir mal zum Überholen an. Oh, ist jetzt. Wurde aber auch Zeit. Oh, deswegen wurde gebremst. Ruhrgebiet, glaube ich, war das, der wird ja auch gerade wieder überarbeitet. Da gibt es dann auch wieder neue Sachen zu entdecken. Bei Zeiten. Fällt auf, ich muss noch den Renault Premium und ich glaube auch den Western Star 5700 XE muss ich nochmal aus meiner ja, Google Jeans Tabelle, ich wollte gerade sagen löschen, aber eine grüne Kachel, also die rote Kachel zur grünen Kachel verändern. Damit ich das für die folgenden Events schon mal habe. Okay, jetzt gibt er wieder Gas. War ja klar, dass man erst wieder so ein bisschen den Riecher hat, dass man überholen muss, aber nein. Dann ist jetzt noch Richtung, ist das schon Richtung Hamburg oder bleiben wir noch weiter Richtung Osnabrück? Rechts halten.
Okay. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Richtung Bremen und Hamburg. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Also. Na, jetzt wahrscheinlich runter, genau. Und dann ging wieder Gas. Da muss ich gerade eben in der Kurve doch ein bisschen mehr bremsen als nur die 45, angepeilten 45. Wie viele Kilometer haben wir noch? Wir haben noch für 400 Kilometer, 460 Kilometer haben wir noch Platz. Boah, Tank. 310 haben wir noch. Passt. Haben ein bisschen mehr irgendwie verbraucht doch noch als ursprünglich mit berechnen. Berechnet wurde. Aber solange es passt, können wir auch durchfahren nach Travemünde. Mann, ich will mir jetzt mal gerade kurz gucken. Okay. Ich glaube nämlich, dass in dem gestrigen Video von ATS, wo es scheinbar solche Eingabeprobleme hatte, wo es dann plötzlich dann so war, lag das glaube ich daran, dass Filmora noch irgendeinen Task offen hatte, warum auch immer, obwohl ich es ja geschossen hatte. Weil ich glaube, die CPU war da auf 60%, jetzt ist sie gerade auf unter 30. Also auf um die 30 herum, da war es bei 60. Ich denke mal, das lag einfach daran. Weil ich habe nichts weiter gemacht, außer dass ich, also im Vergleich zu gestern, dass ich das halt geschossen habe, den Tab. Also der Tab ist da nicht mehr offen. Und das scheint ja gerade zu funktionieren. Oder der Task ist nicht offen. Da ich einen Manager habe, als es mir dann aufgefallen ist. Also ich glaube, das war das Problem. So, Leute, jetzt mal häufiger nachschauen, bevor ich eine Aufnahme schade. Oder allgemein ein bisschen häufiger nachgucken. Ich weiß gar nicht, weswegen mir das aufgefallen ist. Ach, ich weiß nicht, warum mir das aufgefallen ist, weil ich einfach. Weil, wenn ich einen YouTube-Tab aufgemacht habe und ein Video zu schauen, das einfach gefühlt 7 Sekunden schon gespielt hat und ich einfach nichts gesehen habe. Was sonst halt nicht so war. Da ist mir dann aufgefallen und danach ging es natürlich auch wieder. Manchmal muss man einfach nachschauen. Jetzt wieder weiter geradeaus. Das Schöne ist, wir können hier einfach schon auf der Spur bleiben, rechten Spur.
Dann ist das ein Bus oder ein LKW? Wahrscheinlich ein Bus, oder? Ist ein LKW, glaube ich. Der auf mittlere Spur fährt. Okay, nee, wir meinen doch ein Bus. Ist schon sinniger. Genau, spätestens Sonntag. Daran setzen, die ganzen Videos zu bearbeiten. Aber wahrscheinlich wird das eh. Ja gut, das muss halt. Wahrscheinlich wird das eh so den ganzen Gestern und Sonntag anfangen. Jetzt für mich am Donnerstag und morgen am Freitag, weil nicht die Zeit ist, weil die Priorität nicht da ist. Die Priorität ist ja noch auf den Aufnahmen. Und gut, Samstag ist halt auch, ich weiß gar nicht. Schon am Samstag wird auch wieder. Oh Gott. Schon nicht allzu viel Lust auf Samstag. 21 Uhr unterwegs am Arbeiten. Ein langer Tag so gesehen. Bitte links halten. Dementsprechend Gewitter. Dementsprechend sehr schön. Dementsprechend ist dann auch nicht so wirklich die Zeit. Aber im Grunde genommen könnte ich, also fern ich es, editiert bekomme, das alles in einer Woche weggerendert bekommen. Ja, wie gesagt, eben muss ich mal einfach ansetzen. Da bin ich sagt, dann willst du auch schwimmen. Weiter mit 80. Und dann ist auch wieder ein bisschen schneller voran. Und der Truck hat die 70.000 geknackt. Ja gut, wir bleiben mal schnell auf rechten Spur, weil es Richtung. Dann wäre ich ungefähr Richtung Lübeck fahren. Fahren sowieso. Bitte rechts halten. Ja. Fahren gen Lübeck.
87 Kilometer sogar nur noch. Zeit vergeht. Bitte links halten. Ab nach Rostock. Richtung Rostock, aber mal schauen, wo es dann. Also, wir gucken gleich, wie gesagt, nochmal nach, aber ich könnte. Ja, ist dann auch wieder so eine Position, die halt schon. Ja, überall hingehen kann. Vielleicht sogar wieder gen Norden. Nach Skandinavien. Aber das werden wir in wenigen Minuten dann sehen. Ganz kurz gucken, ob ich auch wirklich aufnehme. Hä? Die Paranoia war das was mittlerweile gegeben. Jetzt wäre schon mal auf die andere Spur, die rechte Spur. Travemünde und Lübeck sind ja gerade auch schon gestellt gewesen. Zu unserer Linken war der geradeaus. Ich glaube nicht, ne? Okay, doch. Man sieht es einfach noch nicht. Momentan zumindest nicht. Okay, es wurde gerade Geld von der Bank eingezogen. Wir sind nur noch bei 92.000. Ist doch ja, ist alles halb so wild. Ich würde auch schon was sagen, wenn ich dann bei so 150.000 bin, dass ich dann, also gesehen, dass man noch Puffer von 50.000 hat, dass ich dann einen der beiden Kredite zurückzahle. Rechtzeiten und dann Ausfahrt rechts. Ja, Moment. Okay, ja gut, das ist okay, sogar noch weniger. Das sind noch 90.000. Dann kann man ja trotzdem bei 50.000 bleiben. Bei 150.000. Was war das? Rechts halten. Die Ausfahrt rechts. Dann bringen wir mal ab. Und fahren zur Marina von Travemünde. Erst auch mal in Travemünde. Biege nach links ab. Und den Schildern zur Marina folgen. Vorne wäre auch bei AI Automobile, glaube ich, ein Startplatz. Es sei denn, er ist nur Deko. Können wir uns dann ja dort hinlegen. Es sei denn, ist auch möglich bei. Gut, ist auch bei der Marina möglich. Dann machen wir es auch bei der, direkt bei der Marina. Und tanken dann. Demnächst rechts abbiegen. Ja, im nächsten Video, dann bei der nächsten Fahrt. Moment, demnächst oder jetzt schon? Biege nach rechts. Demnächst. Und dann sind wir jetzt eine schöne Fahrt. Bei der Marina. Warum auch immer wir
Jetzt scheinbar die Valentinstagsgeschenke hier aus Bootladen oder whatever. Scheiße, mal den Kopf ins Nasse. Ja, sehr schön. Dann laden wir mal ab. Kassieren ein bisschen das Geld. Ich habe sogar für genauso viel Geld gerade gehabt, wie wir bräuchten, um einen Krieg zurückzuzahlen, glaube ich. Ausgezeichnete Valentinstagsgeschenke von Brüssel. Knapp neues Level. Natravemünde geliefert. Gefahrenstrecke 708 Kilometer, Dauer 39 Minuten. Verbrauchter Kampfstoff 231 Liter. Erledigte Wolfrax-Aufträge 189 in ETS 2. 36.500 gab es dafür und 975 Erfahrungspunkte. Kurz vorm nächsten Level und dann fahren wir noch eben kurz vom Hof. Wir legen uns hin und schauen, wir stellen uns hin, um uns hinzulegen. Und schauen danach, wohin die Fahrt übermorgen gehen könnte. Von Travemünde aus. Schauen wir uns mal eben den DAF. Und gucken nach, wohin es hier geht. Na gut. Das ist die Frage, ob er noch da ist, aber es könnte sein, dass es dann nach Oslo geht. Sprich 1050 Kilometer. Wäre der beste Weg nicht sogar hier rüber? Also. So wahrscheinlich sogar von Travemünde aus Richtung Trelleborg. Und dann nach Norden? Schauen wir mal. Ich bedanke mich auch alle vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Holden Hearts Event Video wieder. Entweder hier in Rotschlag 2, wir sind gerade bei 6 von 14, oder in ATS. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.